Also das Besondere beim CoLab ist zum einen die Möglichkeit, immer wieder neue Formate und Methoden auszuprobieren. Das ist sehr gewinnbringend für alle Teilnehmer, auch für uns, da mal ein Auge drauf zu werfen. Das Zweite ist, man kann eben sehr schön zu aktuellen Themen sehr schnell Inhalte zur Verfügung stellen. Man muss eben nicht lange warten darauf, dass irgendwelche Gutachter dann entsprechende Studien erstellen, sondern man kann selber schon mal tätig werden. Und das Dritte ist, die Partizipation ist ganz wichtig. Nicht? Also es geht hier nicht darum, dass in irgendwelchen Hierarchien oder formalen Zuständigkeiten gedacht wird, sondern es geht immer nur um die Inhalte. Und das finde ich einen ungemein guten Mehrwert des CoLabs. Und ich glaube, das begeistert nicht nur mich, das begeistert eigentlich die meisten Teilnehmer. Was ich toll finde, ist, dass im CoLab die Möglichkeit gibt, mit Leuten aus der Regierung, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, also sprich Wissenschaft, aber auch NGOs und der technischen Community eine Möglichkeit des Dialogs gibt, sodass man einfach die Sicht des anderen versteht. Und bis dato kenne ich einfach keine andere Organisation in Deutschland, die sowas macht. Ich glaube, die Besonderheit am CoLab ist, dass es ein sehr loser Zusammenschluss ist, ein sehr offener Zusammenschluss, der sich doch nochmal unterscheidet von anderen klassischen Verbandsstrukturen, die auch sehr wichtig sind und gut sind. Aber beim CoLab, glaube ich, ist es noch stärker ein Netzwerkthema, sehr lose, verschiedene Akteure können hinzukommen, können sich einbringen, ohne ein starkes Commitment sofort mitbringen zu müssen, sondern einfach aus einer Motivation heraus zu sagen, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie 6 Monate an einem Thema was zu machen und das voranzutreiben. Das Besondere an CoLab ist, glaube ich, dass es an der Anfangsphase die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft aus der Gesellschaft heraus begleitet hat. Und das war eine tolle Sache. Heute hat natürlich CoLab eine ganz andere Rolle. Erstens, die Enquete-Kommission gibt es nicht mehr und zweitens hat sich natürlich das CoLab auch weiterentwickelt. Und CoLab ist heute einer der wesentlichen Treiber, wenn es um Themen von Netzpolitik geht. Also zum einen wollen wir ein bisschen mehr in die Breite gehen. Wir haben eine erste Initiative, die wir machen werden, die nennen wir Smart Country. Also wir gucken uns an, was gibt es denn für Strategien, um auf dem Land für mehr Lebensqualität zu sorgen. Also was ist, wenn der Bauernhof Breitbandanschluss hat, was gibt es denn dann für Möglichkeiten, mehr Bürgerbeteiligung, Gesundheitsversorgung, Bildung, was kann das Internet da machen? Das ist eine Sache, die wir machen. Dann werden wir uns auch mit der Sharing Economy befassen. Wir werden mehr zur Internet Governance noch machen nächstes Jahr, das auch sehr relevant wird, weil der europäische Dialog zur Internet Governance wird das erste Mal in Berlin stattfinden. Hier trifft man ganz viele Leute unterschiedlichsten Couleurs, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Interessen, die sich dafür interessieren. Und das ist, glaube ich, einfach das Schöne, dass alle eigentlich das gleiche Interesse haben, das gleiche Ziel verfolgen, nämlich diese Netzpolitik, was man immer auch darunter versteht, ist ein ganz, ganz breiter Begriff. Aber dass man versucht, dieses Thema auch weiter den Ball in der Luft zu halten, dass das Thema publik bleibt. Davon müsste es eigentlich viel mehr Veranstaltungen, viel mehr Interessengruppen geben, um aus diesem Römertopf rauszukommen und andere Leute dafür zu begeistern. Wir sind froh, dass so viele Leute gekommen sind und jetzt nicht nur Leute, die schon mal im CoLab aktiv waren oder die das CoLab kennen, sondern auch Leute, die sich neu mit dem Thema befassen oder uns vielleicht noch nicht so gut kannten. Und was wir eigentlich mitnehmen, ist, dass wir uns in dem Format auch gestärkt fühlen. Die Leute finden das interessant, sie merken, dass es eine Plattform ist, wo sie ihre Positionen und Ideen einbringen können. Und genauso werden wir weitermachen, eben als offene Plattform mit Formaten, wo sich verschiedene Themen und verschiedene Leute auch wiederfinden können.